Willkommen zurück zur Familie Da Vinci. Es ist die Stunde der Wahrheit, Freunde. Lambert greift an und Lambert hat einen richtig dicken Knüppel dabei. Werden die Da Vincis das überleben? Jetzt, wo sie in ihrer Burg eingeschlossen sind, kurz vorm Verhungern, gehen wir in Position, werden versuchen, irgendwie ein bisschen durchzukommen. Natürlich werden die das Ding angreifen und das Ding angreifen. Finde ich doof. Arbeiten wir dran, sobald das Ding hier fertig ist. Ist überhaupt kein Problem, Freunde. Wichtig ist nur, dass wir irgendwie schaffen. Das ist cool, ne? Hier muss ich mir was überlegen später. Eisen, okay. Wichtig ist, dass wir irgendwie Nahrung kriegen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das wird. Wir positionieren jetzt die Leute und gucken jetzt mal, dass es hier weitergeht. Denn die Tiere sind hungrig, wir sind hungrig, Winter ist da. Das ist alles ein bisschen doof. Tja, das hier wird unser nächstes Opfer. Das ist so. Wir brauchen Fleisch. So, lass sie mal angreifen. Unsere Männer sind in Position. Sie kämpfen um Leben und sie kämpfen um den Tod. Aber ich würde sagen, wenn wir später hier weiter hochgehen, dann sollten wir die Ramme hier zuerst töten. Der hat schon mal... Der ist fast hinüber. Der Ramme. Ohne Ramme wird das viel einfacher. Wichtig ist, dass wir die alle erledigen, bevor wir... Ach, nee, die können hier nicht angreifen, doch. Ja, haha, Lambert ist tot, und den Rambock aus Metall, den werden wir behalten. Ich weiß noch nicht, wo wir den speichern, aber den speichern wir. Wer weiß, vielleicht greifen wir irgendwann mal jemanden an. Vielleicht... Oh, guck mal, wie easy going das läuft hier. Wir hatten keine Bogenschützen, Idioten. Was haben die sich denn auch gedacht, mit den fünf Männchen hier anzugreifen? Das hier ist die Burg der Da Vincis. Und die Da Vincis gehen niemals auf. Die Da Vincis sind beinahe unsterblich. Und damit gewinnen wir. Die belagerte Siedler wurden im Winter des Jahres 1353 angegriffen. Die Tortur dauerte 2,5 Stunden. Zum Glück überlebten alle Siedler, 7 Eingeschworene. Feinde starben, Loretta Da Vinci war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge, da sie ja die Armbrust geklaut hat, die eigentlich touchiert haben sollen. Glücklicherweise wurde kein Siedler durch feindliche Waffen verletzt. Einige Gebäude von Weinbock wurden unter dem Bombardement der feindlichen Waffen zerstört, unter anderem der Scheiterhaufen. Ey, mach den down. Der geht mir um den Sack. Danke. So, und jetzt machen wir die... Jetzt machen wir das, was wir nämlich eigentlich machen wollten. Ihr geht alle mit und wir werden jetzt auf Tierjagd gehen. Wir werden die ganzen Wölfe hier ausrotten. Hier waren so viele Wölfe. Generell werden wir jetzt mal ganz viele Tiere schlachten. Warte, warte, warte. Zack. Was ist das denn? Lass hier einfach da durchrennen. Wir werden eine Leiche futtern, ne? Jetzt nicht mehr. Jagd da die Wölfe! Es geht hier um Leben und Tod. Gott. Nächster. Boah, wie viele Wölfe sind das? Hauptsache, die futtern an den Toten. Also den Wölfen geht es auch nicht viel besser. Gut, die Wölfe sind tot. Wir können alles freimachen. Tja, hier müssen wir jetzt irgendwie schaffen, dass wir hier wieder zwei von denen. Die will ich auch noch bauen. Ah, da brauche ich mechanische Komponenten halt. Wo waren wir stehen? Ah ja, Scheiterhaufen. Den wollte ich ja hier jeweils machen. Dann kann hier die Mauer lang. Dann können wir das abschnibbeln. Da müssen wir überlegen, wie kommen wir dann von da nach da.
Das überlege ich mir noch. Das über. Ui. Können ja niemand die Tiere füttern. Provisorisch? Irgendwie so? Wichtig ist jetzt aber, dass die Leute die Wölfe transportieren. Warte. Wo bringt ihr die hin? Nein, doch. Ja. Sie wird gelagert in unserer Waffenkammer. Sehr gut, die Ramme wird in unserer Waffenkammer gelagert, weil es ist sehr wichtig. Oh nein, warte. Ein Wolf hat überlebt. Jetzt nicht mehr. Okay, also Toshi, du nimmst den Wolf. Und du den Wolf. Und du nimmst den Wolf. Und dann ab dafür. Los, Freunde! Du bringst den Wolf weg. Bring die Wölfe rein, wir machen Fleisch. Und dann geht's uns wieder viel besser. So, lass mal überlegen. Welche brauchen wir jetzt keine? Sieht zwar cool aus. Hier haben die auch eine schöne Schlafkammer. Das heißt, wir können hier endlich freimachen. Ich lasse das jetzt mal hier. Wo haben die jetzt die Wölfe hingelegt? Da und... Ja, nee. Kein Platz. Okay, pass auf. Ah, okay, Toshi. Toshi kümmert sich drum. Toshi macht Fleisch. Ey, Scholle. Machen wir hier wieder voll. Warum sehen die Dinger alle aus? Minus 3 Grad und... So. Muss ja nicht sein. Hier habe ich ja 1,5 Grad. Ist hier irgendwie offen? Ah. Wir müssen die ganzen Fenster mal zumachen. Damit die Wärme drin bleibt. Brauchst du minus 20 Grad. Gut, jetzt ist hier wenigstens mal hier. Weiß nicht, 5,7 Grad. Das ist ja nur die vorübergehende Küche. Ich würde ja direkt sagen, na komm, geil. Bauen wir mal den Herd dahin, aber... Das... Die Kühe sind gestorben! Gut, noch mehr Fleisch. Das Gute ist, verdirbt alles nicht. Nicht aufgrund der Temperatur. Da, bleibt frisch. Lass hier mal alle Fleisch essen. Hauptsache, die verhungern nicht mehr. So, niedrige Nahrung, aber keiner ist am Hungern. Alle leiden unter der Kälte. Ich glaube, ich kann aber auch nicht mehr viel machen. Könnte Willem sagen, mach mal hier die Fenster zu. Und das noch. Und dann lass mal gucken. Ah, viel mehr das nicht. Und zwar alle Fenster jetzt hier oben zu, aber immer noch 4 Grad nur. Draußen ist zu kalt. Ich kann nur noch hier zwei hinsetzen. Dafür noch eine Fackel da. Und da. Und dann war's das. Aber eigentlich wollte ich da ja andere Sachen hinsetzen. Ich wollte da Kisten hinsetzen. Rüstungsmacher, Nähplatz und Steinmetz. Die wollten wir da unten hinbauen. Und die Kiste kommen wir demnächst.
Aber ist okay, wir haben schon mal 5 Grad drin. Ist schon mal besser als gar nichts. Die Leute können ein bisschen beten und spielen. Dann geht es denen nicht mehr ganz so schlecht. Guck mal, uns geht schon wieder ganz gut. Das Fleisch hat echt geholfen. Wo kochen wir eigentlich? Wir schlachten hier. Und wo haben wir das Kochlager voll? Bring jetzt erstmal hier die Tiere alle da rein, damit die mir nicht vergammeln. Ich darf wohl noch verhungern, aber du hast doch bei mir. Na gut, die bringen jetzt erstmal den Müll hier weg. White Dragon macht. Auch ein Vieh weg. Und du machst ein Vieh weg. Noch Maische. Eins hatte man an. Wir wollten ja hier noch reingraben und dann da unten eine Braukeller machen. Aber ein Projekt nach dem anderen, Freunde. Erstmal machen wir die Mauer hier fertig. Als zusätzlichen Schutz. Warte mal. Ich habe nachgedacht. Wenn wir die Mauer 2 Stufen machen, dann können wir immer von hier oben hier rüber rennen. Ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee? Wollen wir dann die Brücke noch? Ah, ich bin ganz durcheinander. Ich weiß noch nicht. So, niedrige Nahrungsreserven. Toshi kocht hoffentlich. Damit die Leute mal was Anständiges essen. Gut. Siedler sind verärgert. Wer ist verärgert? Toshimiro da Vinci. Der Nahrungsschlaf. Benötigt Alkohol, nur wegen Alkohol. Zahleiche. Ey, Leute, nur mal so, wer transportiert denn mal hier? Ach, Frau Loretta. Bauen Sie mal die verdammte Lehmtreppe. Die Kühe sind deswegen gestorben. Okay, ich habe mich entschieden. Dann brauchen wir die Lehmtreppe auch nicht. Die Leute kommen dann auch schneller überall hin. Vielleicht lassen wir die Lehmtreppe trotzdem mal. Wir wollen ja hier unsere Nahrungslager weitermachen mit der Küche. 1, 2, 3 und Tür. Pass. Ach ja, unser Händler. Boah, der hat eine krasse Leibgarde dazu gekriegt. Cool, ich wusste gar nicht, dass sie so coole Dings kriegen. So, Loretta? Loretta de Da Vinci. Ich würde schon sagen, die Medici. Eins der geilsten Spiele überhaupt. Assassin's Creed 2. Die Medici's. Die waren auch schon ziemlich cool. Was Forschungstisch haben wir? Brauchen wir nicht. Ich würde dir ja die hier geben, aber ganz ehrlich. Boah, die können ja richtig viel tragen. Jetzt können wir den ganzen Scheiß loswerden. Ich habe rote. Cool. Ich habe rote. Händlerpunkte. Eichen behalten wir. Fermentierte Maische behalten wir auch. Ein Forschungstisch. Stufe 2. Den brauche ich für die Bibliothek. Lass den mal ins Lager tun, tut ja nicht weh.
Heilpakete. Kartografietisch haben wir schon eingebaut. Cool Samen. Heute. Lehrbücher. Oder. Boah, mechanische Komponenten sind die teuer. Lecco mio. Ich habe mega Schulden, wenn ich den Basistisch nehme. 750. Und eine Schmiede. These und Dekoration. Asche. Will alles nicht. Ich hätte ihm 3000 Asche geben können. Ja, super. Aber wenn ich demnächst selber so Schmieden verkaufe, dann können wir uns auch mehr leisten. Ja, was mache ich denn jetzt? Hat er denn irgendwas? Hat's Heilpakete? Naja, es ist besser als gar nichts. So. Wir haben auch den Handel. Da sind noch mehr Wölfe. Wir haben gerade 8 Wölfe oder so abgeschlachtet und da sind noch mehr. Scholle, hol das ab. Ich will nicht, dass man da Dreck ins Loch landet. Dorfbewohner sind unglücklich. Loretta, was hast du denn? Ich dachte, du wärst eine glückliche junge Frau. Vielleicht baue ich das ein bisschen um. Irgendwie so? Dann kann ich den löschen. Dann brauche ich die hier nämlich auch nicht. Ja, den Händler haben wir ja schon gesehen, Freunde. Genau, Toshi macht hier erstmal schön Fleisch. Die Firma. Ach, es geht 260. Und aus dem Fleisch macht er dann schön hier Brot. Ja gut, wurde auch Heilpakete. Und wir haben echt zu viel Zeug, ne? Ich muss die Bücher loswerden. Es wird Zeit, dass wir überlegen, die Bibliothek hinzubauen. Wir bauen dann unten die große Bibliothek. Sie werden immer unglücklich, wenn sie so viel Leichen sehen. Wir müssen sie jetzt mal verbrennen. So. Sehr gut. Dann können wir die hier durchziehen. Wobei ich sogar überlege, ob es reicht, wenn wir einfach noch einen Holzboden dahin machen. So, ne? Als wären es Planken. Ich muss mir noch was überlegen. Ich habe eine Idee. Vielleicht machen wir dann später hier so einen
ein Schrägdach darüber. Und machen dann hier auch noch so ein Schrägdach drüber. Ne? Oh, ups. Habe ich das gebaut? Eine Demonstration. Meine Damen und Herren, das bedeutet, wir brauchen dann das Ding hier. Beträgt 10 Felder. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13. Das könnte ganz gut passen. Dann brauche ich nämlich die verstärkte Tür nicht. Und da ich ja hier nur eine einfache Mauer baue, kann ich das Ding auch weghauen. Was hier alles da drauf liegt, ein Langschwert, da kommt doch kein Schwein dran. Ach ja. Oh Freunde, schon wieder eine Folge vorbei, das geht wie im Flug, ne? Ja, es ist so, wenn man Spaß hat, dann geht die Zeit immer schneller rum. Na, gucken, ob das so klappt, wie ich mir es vorstelle. Vielleicht nicht direkt aus Zweigen, sondern so. Das ginge? Das nicht. Vielleicht. Boah, jetzt muss ich nachdenken, wie mache ich das am besten? Wenn ich die nämlich hier zubaue, dann passt das nicht mehr. Wenn ich aber einen dritten Gang hier drüber mache. Können die da unten nicht mehr langlaufen. Das so. Und dann hätten wir das so. Und dann könnte das vielleicht klappen, Freunde. Nee, das klappt nicht. Warum klappt das nicht, weil da ein Stück fehlt? Das hier sowieso. Jetzt muss ich mir hier was überlegen. Und das Ganze dann hier rüber. Okay, wir haben
Die Ecke müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Aber das, Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Also gerne wieder einschalten. Ich überlege noch, wie ich das hier mit dem Dach mache. Vielleicht mache ich auch gar kein Dach dahin. Mal gucken. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Toshi. Ciao.